So, meine sehr verehrten Damen und Herren, weiter geht's in einer neuen Folge Let's Play Bioshock. Ja, und in der letzten Folge haben wir doch tatsächlich ein neues Plasmid gefunden, und zwar das Abfackeln-Plasmid. Und wir haben uns damit schon gegen eine Menge Splicer anscheinend verteidigt, die hier draußen, naja, uns angreifen wollten. Aber durch diese Benzinspur konnten wir sie alle mit einem Fingerschnipsen auslöschen. Finde ich sehr cool. Ja, und ich habe mittlerweile geguckt, wie man rennt, aber ich habe dazu leider nichts gefunden. Also, falls ihr wisst, wie man rennt, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Oder ich muss mir doch nochmal ein Let's Play dazu angucken. Ob man überhaupt laufen kann. So, ich nehme mal wieder dieses Plasmid. Ja, hier ist der Ausgang. Ach, hier komme ich hier wieder runter. Okay, dann haben wir diesen Abschnitt gemeistert, würde ich sagen. Kiste mit... Ja, benutze Mausrad auf und ab. Das sind wir ionischer Schrot. Hey, Bitch! So, da haben wir sie einfach mal abgefackelt. So, bevor ich jetzt diese Seitenwege da mal nachgucke, will ich jetzt wissen, ob ich hier rein kann. Genetische Veränderung ist Schönheit, nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Der Typ ist krank. Was noch kränker ist, ist, dass da drüben Big Daddy rumläuft. Kommt mir bekannt vor. Männer sorgen sich immer um ihre... Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Diamond. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Dieser Splicer lässt es krachen wie ein Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in den Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen. Wieder an den Kopf werfen. Oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Neues Ziel. Finde Telekinese. Okay. Willkommen im... Ich wollte das da. Ha, 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 ha. Wir hacken uns weiter fröhlich durch das Spiel. So. Sieht's nämlich aus. So, jetzt sollte ich mich beeilen. Zack. Zack. Und zack. So. Hacken erfolgreich. Ah. Gut, wir brauchen also noch ein neues Plasmid. Und nochmal hacken. Mann, das sind ja die reinsten Hackfolgen hier, die letzten zwei, drei Folgen. So, hier geht's nach oben, da lang, da lang, da lang. Dann so. Zack und zack. Blub, blub, blub. Und hacken erfolgreich. Jetzt können wir uns für 10 Dollar heilen. Oder wir zerschießen das Ding und kriegen einen Verbandskasten. Gut, also hier können wir nichts weiter machen. Oder kriege ich so ein Tonikum, dass ich schneller laufen kann? Ich weiß, dass man irgendwie schneller laufen konnte. Der Big Daddy ist immer noch da. Da kann er auch von mir aus bleiben. Okay,
Du Zuckerpuppe! Noch jemand? Wie die auch nur Geld dabei haben, okay. Hier ist auch nichts außer so ein Eisweg. Okay, da ist nichts drin. Hier ist wieder so ein Lüftungsrohr. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt es den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Ah. Also die sind alle anscheinend auch nicht so gut auf Steinman zu sprechen gewesen. Ach, ein bisschen Chips. Ja gut, bevor ich hier unten jetzt weitergehe, möchte ich da oben ja die Ecke noch ausprobieren. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass es da unten weitergeht. Hallo? Du Bitch! Hier, friss das! Die sieht ja auch so eklig aus. Oh, ein bisschen... Oh, ein bisschen Whisky. Oh, Whisky, Whisky. What the... Wo kommt das Ding denn her? Ich habe kein Eve mehr. Code eingeben. Falscher Code. Ja. Boah, hat die sich umgedreht, Alter, und mir eine verpasst. Äh. 0415. Hm, ob das der Code ist? Ich schätze schon. In liebender Erinnerung. 0451. Okay. Probieren wir es doch einfach mal. 0 4 5 1. Da, 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 da. Autohacker. Schrot. Okay, wir haben die Eve-Spritze. Aber eigentlich kann uns das Geschütz egal sein, weil wir haben hier jetzt eingesammelt. Also. Entschuldigung. Der Junge wird dir eine ordentliche Tracht Prügelverpass ordinieren. Du Bitch. Glauben die Viecher eigentlich, wer sie sind? So. Lass sie wohl mal meine Kanonen in Ruhe. Danke. Ah, noch eine Eve-Spritze, die wir übersehen haben. Ah, das Ding sieht auch nicht mehr so gut aus. So, dich habe ich eben noch weggeknallt. Dann kann ich jetzt wohl nach unten, wa? Oh, so viel Schuss haben wir gar nicht mehr. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. So, hier war noch eine Tür. Die können wir doch öffnen. So, ich nehme mal noch einen Autohacker. Munition.
Gesundheit. Ah, das kostet uns Eve. Scheiße. Ich sollte weniger Alkohol trinken. Und Kaffee gibt uns Eve. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Der hat gesessen. Was? Deine Mama braucht das. Oh, Mama. Alte Falte. Da liegt eine Schrotflinte. Hier ist eine Vita-Chamber. Da will ich lieber immer zuerst hin. Hier passiert doch was, wenn ich die Schrotflinte aufhebe, oder? Ha! Ich hab's gewusst. Bitch! Ah, piss dich, Bitch! Komm, zeig dich. So. Ihr hinterhältigen Drecksviecher. Ich mit Papa Schlumpf. Schuss haben wir für das Ding. Na, das lohnt sich doch. Okay, was haben wir? Die Tür ist zu. Dann haben wir da hinten noch den Raum mit dieser Rakete. Oh. Die Autohecke heben wir uns mal auf, falls wir irgendwas Schweres mal finden. Wenn es überhaupt was Schweres gibt. So, dann nach oben. Und zack. So, damit wird das auch. Hier haben wir noch mal so einen schönen Tagebucheintrag. Musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Ja. Kann man, glaube ich, nehmen, wie man will. Ich traue mich nicht, hier irgendwie um die Ecken zu preschen. Davon dieses Raketenteil war. Hm. Hallo, Kartoffelchips.
Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Warum spricht Su Shong in der dritten Person von sich? So, neues Plasmid, Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Dafür müssen wir jetzt eins ersetzen? Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Ich finde das Elektrobolt-Plasmid jetzt ein bisschen besser. Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse linke Maustaste los, um sie zu werfen, oder drücke V, um sie fallen zu lassen. Halte linke Maustaste gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu fangen. Und hier können wir das jetzt üben, oder was? Aha. Cool. Pam. Nettes Versuchsobjekt. So, ich wollte gerade sagen, hier müssen wir wohl einfach schnell sein. So, okay. Zack und Scheiße, da oben haben wir einen. Zack. So, unser Raketengeschütz. Alter! Was soll das? Da komme ich nicht durch. Hm. Oder kommen wir von da? Können wir jetzt hier wieder durchgehen? Tatsächlich. Da liegt auch noch ein Tagebuch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Was? Fontaine Futuristics. Verband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Alter! Okay, wir haben wohl gerade zugehört, wie ein neues Plasmid entwickelt wurde. Charge Nummer 44. Ja, kann der Alarm jetzt auch mal wieder aufhören? Ich glaube, wir sind hier sicher. Okay, die Kamera habe ich aus dem Augenwinkel noch gesehen. Wrench Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Okay, also wieder ein neues Tonikum.
Wo kann ich das eigentlich? Kann ich das irgendwo ändern? Bam! Da hinten ist die Kamera. So, zack, hacken. Gott. Zack und zack. So sollte es gut sein. Kamera fertig. Ah, und das alles für eine Eve-Spritze. Toll. Wobei ja klar ist, wo wir hin müssen. Wir müssen ja dahin, wo der Typ die Granaten geschmissen hat. Ah, da macht der Blink noch was. Das heißt, wir müssen da lang zurück. Was war denn hier? Hier war zu. Okay, also wir müssen hier wieder den Weg zurück nutzen. Wieso liegen hier jetzt neue Sachen? Hey, Moment mal. Los, schmeiß was. Du Bobby. Komm schon. LOL. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Du bist scheiße. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Der Typ hat also seine eigene, seine ganz eigene Weltvorstellung. So. Ist das Portemonnaie etwas zu? Surgical Sales bietet Ihnen eine Na komm, komm, werf noch. Ach so, ich muss damit erstmal das da wegmachen, wa? Und dann kann ich ihn da oben wegmachen. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Sehr interessant. So, da an der Kiste ist natürlich nichts drin. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Du hast das gesagt. Lol. Alter, die ist ja regelrecht gefangen in dem komischen Rollstuhl. Nein, oh große Schönheitsgöttin. Er wird alles ruinieren. Ich hab die Idee, lass ihn von deinen Affinien in Stücke reißen.
kein Eve mehr, ich habe kein Eve mehr. Scheiße, das wird jetzt hart. Na, das. Ich brauche die richtigen Teile. Ich finde die richtigen Teile nicht. Da haben wir es. Zack und zack. Und hier dann zack und... Ja, das reicht eigentlich schon. Und zack. Zack, zack. So, Hacken erfolgreich. Das Ding gehört uns. Da schießt noch was auf uns. Oh Mann. Ja. Und da haben wir wieder eine erfolgreiche Folge Bioshock hinter uns gebracht. Nochmal ein neues Plasmid gefunden. Telekinese scheint recht spannend zu sein, wenn man so gegen Granatentypen kämpft oder besondere Sachen um sich rumliegen hat. Können wir auf jeden Fall zu unserem Vorteil nutzen. Ja, und jetzt sind wir diesem Steinmann dicht auf dem Pferd. Ich bin mal gespannt, was das für ein Typ ist. Ob das jetzt ein normaler Splicer ist oder ob der ein bisschen mehr zu bieten hat. Das sehen wir dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, und bis dahin würde ich sagen, hauen Sie rum. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.